Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach der heutigen Begegnung mit dem ESV Kaufbeuren und in Vertretung unseres VIP-Raum-Gastwirtes Willi Zimber darf ich mich zunächst bedanken für die Bewirtung des VIP-Raums beim Leiselheimer Hof. Karin und Wolfgang Muth und ihr Team haben uns heute bewirtet. Dafür ein herzliches Dankeschön. Jetzt begrüße ich zunächst den Gästetrainer, Herrn Mike Muller, unseren Trainer Leos Sulak und an seiner Seite unseren EHC-Vorsitzenden Werner Karlin, der sich deshalb mit aufs Podium gesetzt hat, weil er am besten Fragen zu unserem Spieler Nico Linsenmeier beantworten kann, falls die kommen sollten. Zunächst aber die sportliche Analyse der beiden Cheftrainer und ich darf zunächst Herrn Mike Muller aus Kaufbeurer Sicht um sein Statement bitten. Verwarnung. Okay, guten Abend zusammen. Zum Spiel heute Abend, wir hatten eigentlich einen super Start, aber kein Tor. Dann wir waren 3-0 vorne und dann wir hatten gemeint, es wird ein locker, easy Spiel. Und wir hatten selber den Gegner Momentum gegeben und dann stehst du zum Schluss mit grauer Haar und richtig Nerven. Ich bin froh, dass wir gewonnen heute natürlich, aber der Weg, wie wir gewonnen, überhaupt nicht zufrieden. Aber die 3 Punkte sind richtig für uns in dieser Phase und wir nehmen jede Punkte. Aber wie gesagt, hat bad turnovers from Schlüsselspielers in richtigen Moment im Spiel und dann der Freiburger hat natürlich eiskalt gecountert gegen uns, Tore geschossen. Ja, wir nehmen die 3 Punkte mit. Ja, guten Abend. Ja, im ersten Drittel waren wir nicht vorhanden. Da glaube ich, dass ob das mit dem Nico was zu tun hatte, dass die Mannschaft nicht richtig da war. Und da hat uns der neue Torwart im Spiel gehalten. Da hat er sehr gut pariert, ein paar Sachen rausgeholt und stand 0-0 und im zweiten Drittel kommen wir aus der Kabine eigentlich, haben besser angefangen und kriegen da dann das 1-0, schnelle 2-0, 3-0 dann wird's schwer. Nur man hat gesehen, dass die Mannschaft sich nicht aufgibt, dass die arbeiten und jetzt nachzujammern ist, brauchen wir nicht. Wir müssen weiterarbeiten und die Chancen, die wir da hatten, ich glaube, wir hatten da im zweiten Drittel zweimal das leere Tor, das halb leeres Tor nicht getroffen und dann wird's schwierig. Zum Schluss haben wir alles gegeben und alles probiert. Es hat nicht gereicht. Danke. Ja, ein Dankeschön an die beiden Trainer für ihre Statements. Kurz nachgereicht noch die Zuschauerzahl. 1831 Besucher waren heute in der Franz-Siegel-Halle. Und damit ist die Fragerunde für die Medienvertreter eröffnet. Jens. Die Frage ist natürlich, wie erwartet an Werner Karlin, wie geht es Nico Linsenmeier? Die Frage war, wie es Nico Linsenmeier geht. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn selber noch nicht besucht im Krankenhaus. Wir sind in engem Kontakt mit der Familie und wir haben uns darauf geeinigt, dass er zunächst mal Ruhe braucht und dass wir uns mit der Familie abstimmen, wann wir ihn besuchen können. Es geht ihm heute schon mal ein bisschen besser als gestern. Er ist aber, kann man sagen, immer noch schwer gezeichnet. Er ist nicht mehr auf der Intensivstation, aber er hat halt den Schädelbasisbruch. Er wird auch überwacht und wir hoffen natürlich, dass die Genesung gute Fortschritte macht bei ihm. Wir werden ihn, sobald wir das mit der Familie abgesprochen haben, sicherlich auch besuchen, aber er ist also momentan noch nicht mal in der Lage, Glückwünsche auf seinem Handy selber zu lesen und die erste Bürgerpflicht ist im Moment wirklich Ruhe, dass er die Zeit hat, sich auch zu erholen. Gibt es weitere Fragen, auch sportlicher Natur oder zum sportlicher Natur an den Trainer nochmal, auch Personal, Nico Linsenmeier, inwieweit hat er dem Spiel heute gefehlt, dass er seinen Stempel aufdrücken konnte und ist Tobi Bräuner in der Reihe die endgültige Lösung als Ersatz? Ja gut, auf die erste Frage
ist klar, dass der Nico fehlt. Das war der Topscorer bei uns und die Sturmreihe war das eigentlich, die Sturmreihe, die jetzt am beständigsten gespielt hat, jetzt bis jetzt. Und damit ist sie auseinandergerissen. Der Tobi Bräuner hat da heute ganz gute Leistung gebracht. Er hat da ganz gut gespielt, aber die Tore haben gefehlt auch in den Spielen vorher. Aber ob das endgültig ist, das müssen wir abwarten. Weiß ich nicht, weil heute hat sich noch der Dennis Meyer verletzt, der wird auch ausfallen. Dann langsam werden die Spieler weniger und weniger. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, bedanke ich mich für Ihren Besuch der Pressekonferenz, wünsche unseren Gästen aus Kaufbeuren eine gute und unfallfreie Heimreise. Und der Hinweis, unsere Mannschaft spielt in 4 Tagen am Sonntag in Rissersee auswärts, in Bietigheim, ich korrigiere mich, in Bietigheim. Ja, und am Freitag, 13.11. dann nach der Deutschlandcup-Pause in Rissersee und das nächste Heimspiel findet statt in etwas mehr als 2 Wochen am Sonntag, 15. November gegen Krimitschau. Vielen Dank Ihnen und ein schönes Wochenende, das mit einem Tag Verzögerung diesmal erst beginnen wird.